Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Johnny Fuß. Alter, ich habe in letzter Zeit so Bock, hier Videos hochzuladen, Videos zu drehen, weil es einfach so entspannt ist. Ich muss mir nicht irgendwelche Skripte ausdenken, ich muss auf gar nichts achten. Ich kann die Kamera in die Hand nehmen und loslegen. Selbst wenn ich mich verspreche oder so, ist egal. Es juckt mich nicht, wie viele Aufrufe die Videos hier bekommen. Einfach total entspannt, macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde heute mal ein bisschen vloggen. Ich denke mal, so kann man das nennen. Ich werde euch ein paar Sachen zeigen, ein paar Sachen erzählen, die in Zukunft anstehen. Einfach so, worauf ich gerade Lust habe. Übrigens, falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, die euch schon immer interessiert haben oder so, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben und vielleicht werde ich das im nächsten Video mal aufgreifen. Auf jeden Fall habe ich hier mein Mikrofonständer aufgebaut. Das hat folgenden Grund, denn ich werde die Tage einen neuen Song aufnehmen. Also der Song, der ist schon so komplett fertig konzipiert. Text steht, Beat steht, muss nur noch aufgenommen, abgemischt werden und so. Und dann irgendwann wird noch ein Musikvideo dazu gedreht. Kleiner Spoiler, es wird so eine Art Feuerwerksong. Also Feuerwerksong kommt nicht so zu 100% hin, aber es geht schon in diese Richtung. Ihr müsst euch auch noch ganz lange gedulden, denn ich werde den Song erst im Dezember raushauen. Geplant ist 6. Dezember. Und so wie es aktuell aussieht, wird das bisher mein allerbester Song. Also ich bin jetzt kein Gesangstalent und so, ne? Und ich bin jetzt auch nicht begabt im Rappen oder so. Ich mache das eher einfach so aus Spaß. Und ich denke, den einen oder anderen wird es unterhalten. Aber so, der wird schon besser als der letzte Song, der Johnny Hunt Song. Falls ihr den nicht gehört habt, ich verlinke ihn euch unten mal in der Beschreibung, falls ich es nicht vergessen sollte. Ansonsten ist ein neues Paket gekommen. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so viel zu bestellen und das hat echt gut geklappt. Also diesen Monat und letzten Monat fast überhaupt nichts bestellt. Soll auch erstmal so weiterlaufen, denn ich möchte nicht mehr so viel Geld ausgeben. Ich zeige euch mal, was Neues dazugekommen ist jetzt. Hier haben wir die Kiste. Ist eine kleine Feuerwerkslieferung, aber echt nichts Wildes. Hier, schaut es an, ich habe mal fette Bombenrohre bestellt. Nicht um die in den Himmel zu schießen, sondern irgendwo reinzustecken. Ich glaube, die haben schon eine ordentliche Sprengkraft. Hier habe ich auch, glaube ich, noch mal ein paar Bombenrohre. Boah, Alter, die sind schwer. Ansonsten auch ein paar Raketen. Die Raketen sind mir nämlich ausgegangen. Ich habe hier auch noch ein paar noch kleinere Bombenrohre. Einfach so, um die irgendwo reinzuschieben, um die Sprengkraft zu testen, ein paar Schadentests zu machen, für das Format, wie viele Bälle überlebt. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen Jugendfeuerwerk. Das hier ist übrigens auch ein Tschechien-Jugendfeuerwerk und darüber werde ich auch demnächst ein Video drehen. Ansonsten wird jetzt ein bisschen weniger Böller-Content auf dem Hauptkanal kommen. Das liegt einfach daran, dass es jetzt schon ziemlich heiß geworden ist, ziemlich trocken. Und es sind viele Leute unterwegs, so viele Wanderer. Ich möchte die Leute einfach nicht stören. Ich heb mir das lieber für den Dezember auf. Da sind nicht so viele Leute unterwegs, da ist es kalt und da ist es auch nicht trocken. Und die Vorfreude im Dezember, die ist auf jeden Fall noch viel größer. Also wundert euch nicht, wenn jetzt demnächst nicht so viele Feuerwerk- bzw. Böller-Videos kommen. Ansonsten will ich dieses Jahr auch gar nicht mehr so viel Feuerwerk in den Himmel schießen. Das sind zwar echt einfach abgedrehte Videos, die auch viele Aufrufe bekommen, aber irgendwie macht mir das nicht mehr so viel Spaß. Ich habe da jetzt auch schon alles gesehen. So eine Kugelbombe, ja klar, das kann man schon nochmal machen, aber ansonsten die ganzen Batterien, das sind jedes Mal irgendwie ziemlich identische Effekte. Und wenn man eine Batterie angezündet hat, ich finde, es macht ziemlich schnell satt. Aber so Sachen in die Luft sprengen, da bin ich schon richtig drauf hängen geblieben, ey. Das fühle ich auf jeden Fall mehr. Aber auch so damals als Kind schon, Böller haben mich immer viel mehr interessiert als irgendwelche Raketen oder Batterien oder irgendwas, was da funkt. Das wollte ich gar nicht haben, sondern ich wollte einfach immer nur Böller haben. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Ob ihr da auch die gleiche Einstellung habt oder ob euch lieber diese Lichteffekte mehr gefallen. Wisst ihr was? Ich hatte mir so letztes Jahr für das Jahr 2023 vorgenommen, ein bisschen abzunehmen, weil ich einfach so fett geworden war wie noch nie in meinem Leben zuvor. Mein Maximalgewicht waren, glaube ich, 93 Kilo. Und langsam aber sicher nehme ich ab. Jetzt liege ich aktuell bei so 84 Kilo, also es sind schon 9 oder 8 Kilogramm runter. Es läuft gut. Manchmal läuft es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Also ich mache mir da so gar keinen Stress. Das ist auch einfach so intervallmäßig.
ich habe da jetzt auch nicht irgendwie so ein Programm, sondern ich esse einfach so nach Gefühl. Wenn ich Bock habe, ein paar Süßigkeiten zu essen, so wie gestern, haue ich einfach rein. Und wenn ich keinen Bock habe, dann halt nicht. Und ich versuche auch einfach so größtenteils Obst und Gemüse zu essen. Und wenn man Obst und Gemüse isst, dann nimmt man schon in der Regel ab. Plus ein bisschen Sport dazu. Findet jemand sieht, dass ich abgenommen habe? Ich denke mir gerade so, was laber ich für eine Kacke? Ich muss heute auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Also wir haben hier gerade eben eine Challenge für den Hauptkanal gedreht. Und da stehen noch die Kartons und die Verpackungsmaterialien von den RC-Autos, was ich neulich gefilmt habe. Aber bevor ich aufräume, machen wir jetzt mal was anderes. Und zwar zeige ich euch mal etwas, was wirklich sehr gut gegen Langeweile hilft. Und auch vor allem, wenn draußen schlechtes Wetter ist. Alles, was ihr benötigt, sind zwei Nerf Guns. Ich empfehle euch hier diese Nerf Hyper, weil die ein bisschen härter sind als die normalen Nerfs. Und dann braucht ihr noch einen Mitspieler. Und dann einfach Nerf-Schlacht in der Wohnung. Als der Andreas neulich da war, haben wir das gemacht und boah, da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Spaß das machen kann. Wir haben hier zwar nicht mehr so viele Bälle übrig, aber für eine kleine Schlacht reicht das schon. Ey Schatz, bist du bereit für Nerf Battle? Ja Mann, ungefähr. Schutzbrille müssen wir uns noch anziehen. Ja, ich mach das so fertig. Was ich halt echt geil finde, man kann in der Regel nichts kaputt machen, es sei denn, man schießt jetzt irgendwie ein Glas um, aber die sollte man halt schon vorher wegstellen. Und man hat hier in der Wohnung echt viele Möglichkeiten. Okay. Amy, komm her. Ich sehe dich im Spiegel. Ich sehe dich einfach im Spiegel. Ey, warte, meine geht gar nicht. Wie deine geht nicht? Geh mal her. Du musst dich auch mal spannen. Ach so. Jedes Mal? Ja, natürlich jedes Mal spannen. Ah, komm. Ah! Bei mir kam gar keine Kugel raus. Du bist hinterlistig. Ich gehe jetzt hier in Deckung. Oh yeah, der Stuhl ist sehr geil als Deckung. Oh. Alter! Oh! Oh oh! Oh, das war ein geiler Treffer! Das war ein geiler Treffer! Oh! Voll an meinem Kopf vorbei! Ich glaube, du spinnst! Du hast denn nicht mehr alle, ey! Ja, Mann! Was? Oh, oh, oh. Boah, das war ein geiler Treffer, ey. Oh, oh yeah. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, Alter, das ist so geil, ey. Hallo. Na, bist du zu blöd zum Spannen? Ja, die Hänge ist hängen geblieben. Wie ist hängen geblieben? Warte. Ist die Pistole hängen geblieben oder bist du hängen geblieben? Beide. Du hast sie kaputt gemacht, Schatz. Nein. Doch, du hast sie echt kaputt das gemacht. Macht so Spaß. Da hängt irgendwo ein Ball fest. Ja, oh, ich hatte es gerade fast. Cool. Alter, da kommen zwei auf einmal raus. Dann nochmal. Okay, jetzt funktioniert's wieder. Ey, diese Deckung ist echt gut, Freunde, dieser Stuhl. Alarm. Wo bist du? Oh yeah, Volltreffer. Oh. Oh Mann, die ist schon wieder stecken geblieben jetzt. Piep. Au, mein Nagel, ich sag's dir. Ja. Alter. Yeah.
Oh. Amy ist schon fleißig, sammelt die Kugeln auf. Ansonsten zwischendurch für einen kleinen Spaß oder so. Es macht einfach übelst Bock. Es tut nicht allzu sehr weh. Und es macht einfach Spaß. Wir brauchen mehr Nerf Guns. Ey, früher habe ich die nie so gefeiert, aber jetzt, wo ich das so gespielt habe, so richtig zu Hause, ist schon eine geile Sache. Macht kaum was kaputt. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich die Tage bzw. nächste Woche machen werde, und zwar das Regal, das wird etwas umgerüstet. Und zwar kriege ich eine neue Messerlieferung, also ein fettes Messer-Unboxing wird dann auf Johnny Hunt noch kommen. Ich bin wirklich sehr gespannt und ich glaube, das Regal, wenn dann nur noch Messer drin sind, ich glaube, das wird richtig geil aussehen. Also so als Hintergrund für meine Unboxings wird das schon ganz schön. Okay, Freunde, das war's schon mit dem Mini-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gut unterhalten. Peace.